Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dark Souls 2. Wir sind hier jetzt am Schloss von Drenleic und... Oha, nein. Okay. Das ist ja witzig. Ist ja witzig. Okay, aber die bekommen eigentlich relativ gut Schaden. Kann ich hier ein bisschen kiten? Das geht schon. Ich hätte echt jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass die jetzt hier... Ja, gut, okay, den anderen werden wir vielleicht im Nahkampf machen. Mal schauen. Nein. Vorzugsweise sollte man auch auf seine Nahkampfwaffe wechseln, wenn man was im Nahkampf machen möchte. Soll helfen, habe ich mir sagen lassen. Aber ich bin natürlich kein Profi, was das angeht. Haha, du haust hier nur auf die Brücke. Du triffst mich nämlich gar nicht. Ich bin nämlich hier zu klein für dich. Bin echt gespannt, was uns jetzt hier im Schloss erwartet, weil hier sind, oh, hier sind wieder so viele Blutflecken. Und Bogenschützen und, oh, noch mehr Steinstatuen. Bogenschützen. Oha, und da kommen noch mehr. Aber erstmal hier den Bogenschütze. Keine Zeit für euch, keine Zeit. Kommt, in einem fairen Kampf. Ah, seht ihr das? Das Ding hat die Seele absorbiert von dem Ding. Okay, das heißt, ich muss den hier in der Nähe töten, oder was? So zum Beispiel. Ah, okay. Nice. Und was macht der Herr dann? Ah ja. Sehr schön. Macht auf die Tür, das Tor macht weit. Wow. Kommen die hier unendlich? Halt, dass hier die Ritter nicht alle noch aufwachen. Bist du eine Mimik? Nein, du bist keine Mimik. Sehr gut. Große Verbrennung und Feuersamen. Ach, ich habe wieder vergessen, wofür Feuersamen sind. Ja, entschuldigt, Leute, ich bin halt der absolute Dark Souls 2 Noob und ich kenne mich sowas von mit den Items nicht aus. Wisst ihr was? Wir bringen das hier mal auf die Probe. Ah ja. Hallo, Sir. Sir, wachen Sie auf, Sir. Könnte ich zum Beispiel auch keinen Duftzweig benutzen. Also geht das doch nur. Kann man Duftzweige doch nur bei Leuten benutzen, die quasi. Ja, wichtig für die Story sind, sage ich mal. Wichtig für. Sorry, die Story ist eigentlich falsch. Richtig wäre zu sagen, die wichtig fürs Weiterkommen sind im Spiel. Sir, was ist mit Ihnen, Sir? Sir, schlafen Sie? Ah, okay, Sie schlafen nicht, Sir. Okay, den kann ich nicht critten. Critten, critten, critten. Sucht angreifen und dann was Erstaunliches. Wow, okay. Götterseitiger Stein, sehr schön. Okay, manchmal sind die Hinweise hier doch ganz gut. Entschuldigung. Ich muss sagen, ich finde an sich die Berge ganz cool, aber wenn wir hier so ein bisschen an das Schloss rangehen, dann sehen die Berge gar nicht so gut aus. Nur halt hier ab hier. Wenn ich die Kamera so drehe, sind die Berge wieder klasse. Aber schön. Ich will heute nicht über Game Design sprechen. Dazu gibt es einen anderen Channel von mir. Ah, da oben ist wieder so ein fieser Geist. Der Friesengeist. Who are you? By whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness, where has he gone?
west of Arcas. I am the Chancellor, Bellegarde. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... The queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranglake. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean, and defeated the giants, with the queen at his side. The king commandeered their power, and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory, and to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Ja, da haben wir doch wieder eine wertvolle Geschichtslektion bekommen. Er hat Magiepfeile, Blitzpfeile und Magiebolz und Blitzbolz. Eine sehr coole Sache. Was ist das? Achso, das ist Blitzbolz, okay. Und er hat Reparaturpulver, nice. Okay. Hast schon überlegt, ob ich hier diesen Knöchelring nehme. Watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranglake. Okay, den Text hatten wir ja bereits. Okay, ja, doch hatten wir. Mir ist aufgefallen, dass da draußen noch was liegt, als ich die Kamera gerade gedreht habe während des Gesprächs. Wenn wir uns das mal eben schnell hier holen. Königsschwertkämpfer Rüstung. Müssen wir auch mal gucken, aber die ist wahrscheinlich schlechter. Ich meine, man muss das einfach nur mal lore-technisch betrachten. Wir haben jetzt hier die Rüstung von Vengal, diesem Kopflosen. Und, das ist halt jemanden, der Rang und Namen hat. Und das andere sind nur die Rüstungen von irgendwelchen Untergebenen. Kann ja eigentlich nicht so gut sein. Na, Königsschwertkämpfer, die ist schlechter als das Dranlake-Kettenhemd. So. Wir gucken mal. Mit den Ringen an sich bin ich zufrieden. Ah ja, gut, da geht's schon weiter. Hallo. Ich dachte gerade, warum mache ich denn keinen Schaden an ihm?
Hallo Sir, sind Sie eine Mimik? Nein? Okay, keine Mimik. Und auch keine Falle. Edler Knochenstaub. Wow. Schatten voraus. Ah ja. So, wer möchte denn nochmal gegen mich kämpfen hier? Sujans Rüstung. Okay, die Tür hier geht nicht auf. Next one, please. Letzter Flakon, Nathus. Mit Ihnen, Sir. Okay, Sie stehen nur rum, Sir. Und Sie? Ja, Stulpen. Gut. Diese Tür wird auch bewacht. Gut, das war die einzige Tür, wo wir noch nicht waren. War ja eigentlich klar, dass hier was sein muss. Großschwert. Noch erwacht noch jemand zum Leben von euch? Gut. Soll mir recht sein. Was jetzt auf einmal? Findest du das fair? Findest du das fair, hä? Wolltest du wohl hier nachstellen, ne? Ja. Nee. Der wäre mir jetzt die Treppe runter gefolgt, ja, und dann hätte er es mir geben wollen. Vorsicht vor so Hinterhalt, ja, genau. Bitte, bitte, bitte wacht nicht auf. Ihr dürft einfach weiter schlafen. Ist in Ordnung, ist total in Ordnung für mich. Oh, hier ist dunkel, da ist dunkel. Oh, da geht's in eine große Kammer. Das ist ein Gang. Ah, wir gucken erstmal über hier. Was ist hier hinter der Tür? Uff, ein Bonfeuer. Sehr gut. Bonfeuer lasse ich gelten. Gut, dann traveln wir einfach mal nach Majula. Schauen wir doch mal, mit 14.000 können wir wieder nichts machen. Aber wir haben edlen Knochenstaub gefunden. Genau, dann werden unsere Estus-Flakons nämlich noch stärker. Gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Oh, wir haben eine Estus-Scherbe gefunden. Sehr cool. Ja gut, dann hat sich die Reise nach Majula ja echt gelohnt. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir eine Estus-Flakon-Scherbe gefunden haben. Unsere Estus-Flakons auf 5 und wir haben 9. Ja, sehr gut. Brauchen wir bald keine Lebenssteine mehr. Ach, wir wollten unsere Seelen ploppen lassen, ne? Haben wir gesagt. Ich überlege halt gerade, ob wir noch irgendwas kaufen müssen, ob wir noch irgendwas brauchen. Wir hatten jetzt gesagt, wir wollten doch auf Stärke gehen. Ja, machen wir das auch. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich glaube nicht, dass ich in dieser Folge noch großartig ins Schloss zurückgehen werde. Also, wenn ihr jetzt erwartet, dass hier noch jetzt viel passiert, ich denke mal, ich werde jetzt die Seelen ploppen. Und dann werde ich ein bisschen noch skillen. Vielleicht nochmal einen Vorrat an Lebenssteinen auffüllen und dann wird es für diese Folge leider schon gewesen sein. Ah, 50.000, da kriegen wir doch... Ja, kriegen wir da 3 Level für? Müsste eigentlich. Aber wir brauchen 15.000 für eins. 17.000, okay. In dem Fall kriegen wir halt nur 2 Level. 17.000. Brauchen wir jetzt? Uns fehlen 1800 oder 1700. Überleg schon fast, die mal eben schnell zu farmen. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Das machen wir eben schnell.
war im Kardinalsturm. Nee, wie gesagt, also diese Folge wird jetzt hier nicht mehr viel passieren. Ich denke mal, nächste Folge werden wir im Drenleic-Schloss richtig loslegen. Da waren ja gerade noch zwei andere Wege, die wir gesehen haben, und da geht bestimmt noch einiges. So, hallo. Oh, okay, ich brauche nur einen Fall für ihn. Genau, denn hier unser Schildfreund, sage ich schon, unser... Hallo. Unser Schildkrötenfreund, unser Panzerfreund. Der gibt nämlich, glaube ich, 600. Ja, sehr gut. Jetzt überlege ich, wo ich die anderen 1000 herkriege, die wir noch brauchen. Ja, die Sache ist halt, ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich suche mir halt schnell mal eben ein ungefährliches Gebiet, wo wir jetzt nach Möglichkeit nicht mehr sterben. Ich will halt doch irgendwie meine Seelen halt behalten, ne? Na gut, wenn wir so weiterspielen, könnte das doch vielleicht schwerer werden als gedacht, aber ich bin zuversichtlich, Freunde. Oh, ne, weil die fallen ja hier an sich wie die Fliegen. Sind ja hier keine richtigen Gegner, die wir hier haben. Ich denke mal, wir teleportieren uns auch gleich mit einem Heimatknochen zurück oder so. Dafür sind die ja da. Naja, also es gibt bestimmte Gegenstände in eurem Inventar, mit denen ihr halt einfach nicht geizen solltet. Zum Beispiel, ja, einfach halt auch die Seelen, die ihr ploppen lassen könnt. Hallo. Ich weiß noch, als wir tatsächlich noch 2 bis 3 Schläge für die gebraucht haben. Das waren noch Zeiten damals. Irgendwie würde es mich ja reizen, Dark Souls mal mit der Bettler-Klasse anzufangen. Einfach mal so richtig auf Hardcore zu spielen. Andererseits, vielleicht mache ich mir damit das Spielerlebnis dann doch ganz schnell kaputt. Weiß man halt nicht. An sich, ich habe ja jetzt schon meinen zweiten Spielstand angefangen mit einem Kumpel, und weit im Koop macht es auch unheimlich Laune. Ist halt auch ganz witzig, man kann halt nicht überall im Koop spielen. Nicht jedes Gebiet, weil manche sind ja so PvP-Gebiete, da kann man halt keinen Koop-Partner einladen. Aber trotzdem, zu zweit macht es halt echt Laune. Also, wenn beide das Spiel vor allen Dingen halt noch nicht kennen. Ja, wenn jetzt einer das Spiel schon kennt, dann hat das halt so ein bisschen das WoW-Feeling, wenn du halt deinen Kumpel durch einen Dungeon ziehst, den du schon kennst. Das ist halt nicht so, was sich viele halt jetzt vorstellen. So, okay. Damit müssten wir jetzt genug haben. Ich mach noch schnell... Ich mach mal, um auf Nummer sicher zu gehen, mach ich, bis wir 18.000 haben. So. Und dann Löcknochen der Heimat. Ja, zwischendurch muss man halt auch mal ein Level grinden. Ist ja überhaupt kein Problem. Kann man ja schon mal machen. Ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt oft mache. Es ist jetzt halt einfach nur... Ich wollte jetzt unbedingt noch dieses eine Level haben. Weil sonst schleppen wir halt auch wieder 18.000 Seelen mit uns rum. Und wenn wir gleich halt mehrfach sterben sollten... Dann sind wir auf der sicheren Seite, wenn einfach die Seelen weg sind. So. 284, das macht überhaupt nichts, wenn 284 Seelen weg sind. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich beende den Part halt auch hier. Danke euch, dass ihr zugeschaut habt, und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Bis bald.